Perfekt. Dann Tom, danke dir erstmal. Ja. Und Victor, der soll ja seine erste Komposition präsentieren. Ja. Und ist dann natürlich ein bisschen aufgeregt und hat ein bisschen Zweifel und so weiter. Kannst du dich noch erinnern an das Gefühl, das du hattest, wenn als du deinen ersten Film präsentiert hast, in dem du die Hauptrolle hattest, wie das war? Kann ich mich nicht so gut erinnern. Ich glaube, doch bei dem ersten Film, da war es schon so, da war ich super aufgeregt, wenn man was man muss manchmal so nachsynchron machen und so. Und da war ich da schon so voll aufgeregt und so. Und war dann aber echt fasziniert davon, dass es gar nicht so, so schlimm ist zu ertragen. Also man sagt immer, ne, man kann seine eigene Stimme nicht hören und sowas, aber daran habe ich mich schnell gewöhnt. Okay. Ja. Du hast also kein Problem damit, auch dich zu sehen oder so? Doch, es gibt gewisse Filme, die kann ich gar nicht gucken. Und grundsätzlich gucke ich eigentlich nicht so gerne Filme mit mir. Okay. Aber ja, mit der Zeit habe ich irgendwie glücklicherweise viel in Filmen mitspielen können, die ich selber gut finde. Also und wenn die Filme schwierig sind, dann ist man selber auch nicht so gut und dann guckt man sich gerne. Aber mittlerweile kann ich die Filme absagen. Okay, gut. Als Schauspieler stelle ich mir vor, ist es sicher cool, dass man für eine Zeit lang immerhin in das Leben eines anderen eintauchen kann und dann auch komplett andere Dinge sieht, die man sonst vielleicht nicht sehen würde. Gibt es Passionen von Figuren, die du über den Film hinaus mitnimmst, zum Beispiel das Klavierspielen oder sonstiges? Nee, komischerweise nicht. Echt? Also tatsächlich. Also alles interessiert mich total und natürlich hat, also der Umstand, dass ich einen Film mache, hat auch damit zu tun, dass ich mich für ein Thema interessiere. Zum Beispiel wie Werk ohne Autor für Malerei oder so. Oder ich spiele auch selber Klavier, nicht so virtuos wie die Figur im Film, aber ich spiele Klavier und mag auch klassische Musik. Aber merkwürdigerweise lasse ich das. Also so sehr ich mich auch so reinwerfe in einen Film und in eine Thematik, fast manisch, aber so rigoros schlage ich dann danach auch die Tür zu. Okay, also kannst du gut loslassen. Ich habe schon am einen Tag nach dem letzten Drehtag vergessen, welche Leute da mitgespielt haben. Oh, und ja, und das Team, ja, kann mich an keinen mehr erinnern. Also du warst auch der von... Ja, ne, das, genau. Die Lara hat ja leider aufgehört mit Klavier, weil sie dachte, sie wäre nicht gut genug. Ja. War das bei dir in der Schauspielerei je ein Thema oder bist du da mehr selbstbewusst von vorweg gewesen? Das ist ständig ein Thema, glaube ich. Also doch, ja. Also Zweifel ziehen sich durch. Ich hatte die am Anfang nicht so, weil ich eigentlich den Beruf gar nicht machen wollte. Und dann konnte man sich immer so dahinter verstecken, dass man gesagt hat so, ja, aber ihr wollt das doch, dass ich das mache. Ne? Also ich habe nicht studiert und das war auch nicht mein Lebenstraum, Schauspieler zu werden, sondern kam eher von außen, dass Leute gesagt haben, ja, der kann das, der muss das machen und komm mal zum Casting. Und dann habe ich da ein paar Sätze vorgesprochen und haben gesagt, ja, du bist das. Deswegen hatte ich das am Anfang nicht, aber jetzt wird es immer... Ja, habe ich durchaus auch Momente, wo ich denke, das sollte lieber jemand machen, der es wirklich kann. Und der Victor, obwohl er von seiner Mutter vielleicht nicht immer bestens behandelt wurde, liegt ihm trotzdem was an ihrer Meinung, an ihrer professionellen Meinung. Und wenn sie da was kritisiert, dann ist er direkt verunsichert und denkt so, was, wenn sie recht hat. Gibt es Leute, deren Feedback oder Meinung dir besonders viel wert ist? Doch. Gibt die wenigsten Leute sagen ja, was sie wirklich meinen und ehrlich gesagt bin ich sehr empfindlich und auch schnell gekränkt, wenn jemandem was nicht gefällt, obwohl ich weiß, dass es wirklich nicht gut ist. So, also es tut schon sehr weh, auch wenn ich was in der Presse lese oder so, ja, auch wenn das dann gar nicht, manchmal gar nicht gerechtfertigt ist oder wenn es auch völlig egal ist, wer irgendwie, weil jeder hat zu allem eine Meinung und auch eine unterschiedliche, man kann es ja auch nicht jedem recht machen, aber das trifft mich schon,
Ich weiß nicht warum, aber so ein bisschen. Man steckt ja viel Arbeit rein. Ne? Ein Film ist ja nicht über Nacht entstanden. Ja. Das, was man reinwirft, ist schon so hoch. Aber ich meine, das machen andere auch in ihrem Beruf. Aber die werden dann nicht öffentlich irgendwie beurteilt und das kritisiert. Ist das Telefonat. Ja. Die Lara hat in der Kommunikation mit der Freundin von Viktor, die Lara unter anderem gesagt, vielleicht wird es die größte Enttäuschung für ihn. In der Filmindustrie kann ich mir vorstellen, da sagen wir mal ja, mal nein. Erinnerst du dich an eine Enttäuschung in der Industrie? Ja, das ist eine sehr persönliche Frage. Weil Enttäuschung ist ja nur das, was man empfindet. Ich kann ja auch durchs Leben gehen und sagen, ich bin niemals enttäuscht von anderen oder so. Aber Enttäuschung hat ja auch damit zu tun, wie hoch deine Erwartungen sind, was du zurückbekommst. Und ja, da bin ich durchaus, ja, bin ich auch manchmal, hatte ich sehr hohe Erwartungen und war dann, habe es dann als Enttäuschung oder als Niederlage empfunden, wenn irgendwas nicht so funktioniert hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ja, im Sinne von Zuschauerzahlen oder was weiß ich, oder ja, Kritik. Jetzt ist es ja so, dass die Lara quasi ihren geplatzten Traum an Victor weiterreichen wollte und der hat es dann tatsächlich geschafft und ist erfolgreich. Ja. Aber sehr unglücklich erfolgreich, glaube ich. Genau, richtig. Mhm. Und kannst du das nachvollziehen? Das ist ja in der Realität auch ein Problem, dass es ja natürlich viele Eltern gibt, die natürlich wollen, dass ihre Kinder eine bestimmte Richtung einschlagen oder halt einfach in dem erfolgreich sind, in dem sie es nicht waren. Kannst du das nachvollziehen, dass es da Eltern gibt, die quasi einen Weg vorschlagen möchten? Ja, es ist ja so ein inneres Gefängnis, ne, in dem sich die Lara befindet und sie kann ja gar nicht raus aus ihrer Haut. Sie würde gerne, aber sie kann es nicht. Und mit diesem Perfektionismus, den sie auch in ihren Sohn weitergibt, unter der Maske von ich will nur das Beste für dich, gibt sie halt dieses innere Gefängnis ja auch an die nächste Generation weiter und der Viktor wahrscheinlich, wenn er irgendwann mal Kinder kriegt, auch an seine Kinder, es sei denn, er hat einen ganz tollen Psychotherapeuten und kann das diese Spirale, diese Endlosspirale unterbrechen. Aber ansonsten bräuchten wir nach ein oder zwei Generationen keine Psychologen und Psychotherapeuten mehr. Stimmt, ne? Da würden die Stationen genau. Weniger werden. Ja, nee, die sollen ihre Arbeit behalten. Das heißt, wir müssen damit lernen, umzugehen. Tom, danke vielmals für deine Zeit. Gerne.